Moin, Jan hier. Er hat ja ein Video gedreht über den Heizlüfter hier. Beziehungsweise den Heizer. Er hat ja keinen Lüfter. Ich habe mir mal Gedanken gemacht, wo er den anschließt. Passt nicht. Steckdosen gibt es einige. Nicht? Oben beim Radio. Wäre natürlich Schwachsinn, den da oben irgendwo hinzustellen. Dann haben wir ja hier in der Küchenzeile eine Steckdose. Okay. Aber das reicht ja alles nicht. Der soll ja eigentlich hier stehen, ja, wo ich jetzt stehe. Hier ist die andere Heizung. Nicht im Weg am besten, wäre hier eigentlich der beste Platz, gell? Dazu kommt ja auch noch, er hat ja auch noch Licht, ja. Man soll es wirklich kaum glauben, der macht richtig hell. Also ich finde es unangenehm, wenn die Lichter in meine Richtung nachts scheinen. Ja, und quasi mir ins Gesicht scheint. Ich finde das viel zu hell, nicht? Das ist genauso wie mit dem Kühlschrank hier. Da drehe ich nochmal ein Video, wie wir das Licht da abdunkeln. Und da habe ich gedacht, wenn wir die jetzt nehmen und wenn sie hier steht, zu der anderen, ja, wäre das optimal, weil hier unten das Licht ist. Das heißt, es scheint hier gegen. Die schiebt ein bisschen ab. So wäre das gut. Gell? Das wäre optimal so. Gefällt mir. Jetzt eine Verlängerung wäre schlecht. Das macht man nicht. Jetzt habe ich mir gedacht, dass wir hier unten da eine Steckdose hinmachen. Aber keine Aufputzsteckdose, weil man die auch leicht abtreten kann. Deswegen haben wir ja den Schrank hier, nicht? Den habt ihr bestimmt auch. Ja. Hier sind meine Sicherungen drin. Ja. Und hier drunter kann man die Klappe aufmachen. So, ich muss mal eben ein Video hier ausmachen und dann, Moment, so weiter geht's. Hier haben wir den Zähler, ja, ich weiß nicht, ob ihr auch einen habt, auch wenn man jetzt einen Pauschalplatz hat, Quatsch, Entschuldigung, einen Pauschalpreis für, oh, bin mal festschrauben, einen Pauschalpreis für Strom, brauchen wir den natürlich nicht, deswegen haben wir uns ja auch jenen dort gekauft, okay. Da kann man den schon nachts laufen lassen. Gell? So. Da werden wir abgehen. Eine Zuleitung ziehen. Hier durch. Auf den Boden festnageln. Hier eine Hohlraumdose hinsetzen. Ich zeige euch, wie es geht. Und da anschließen. Mehr ist das eigentlich nicht. Gell? Hat auch einen Grund, warum ich das so mache. Der kürzeste Weg zu den Sicherungen ist der beste, als dass man jetzt irgendwo den Heizer hinstellt, mit Verlängerung arbeitet und das immer von Steckdose zu Steckdose schleift. Das macht man nicht, nicht? Wenn man dann wirklich mal heizt, 1500 Watt und es ist ein kabellose, dann fängt es an, gegebenenfalls an zu schmoren, ja? Macht man nicht. Deswegen möchte ich den kürzesten Weg haben und ich denke mal, hier ist der Heizer gut aufgehoben. Ich könnte jetzt auch direkt von hier aus, gehen da noch einige ab, irgendwo anders hinziehen, mache ich aber nicht. Ich denke mal, das ist die beste Entscheidung. Und vielleicht mache ich sogar die Füße ab von dem Heizer und mache den hier mit Magneten dran. Okay? Obwohl, er ist ein bisschen rund hier, ist schon älter, der alte Ritter hier. Naja, wenn er hier steht, ist ja auch gut. Okay? Das werde ich im nächsten Video machen. Muss ein bisschen beeilen. Wir wollen nächste Woche in Urlaub. Verlängertes Wochenende, Pfingstwochenende. Bis dann muss das fertig sein, gell? Also hau ruck die Waschfrau ran, klotzen, nicht so viel labern, gell? Bis dahin, euer Jan, macht's gut.